So, los geht's, meine Lieben. Ordentliches Beintraining heute. Wir brauchen dann später einen Sessel und wir fangen gleich mit dem Timer an. Easy cheesy. Mit der klassischen Kniebeuge. Ganz locker. Das machen wir heute alles. Das ist das Programm. Genau. Habt ihr jetzt auswendig gelernt. So, los geht's. Ganz locker, noch nicht ganz tief. Schöne gemütliche Seniorenkniebeuge zum Aufwärmen. Locker, 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 locker. Genau. Dass die Oberschenkel schon warm werden, dass die Knie warm werden. Super, sehr schön. Ein bisschen auslockern. Ja. Jetzt haben wir tiefe Kniebeuge machen. Also wirklich ganz runter versuchen, jetzt wirklich komplett hinzusetzen und aufzustehen. Es muss nicht ganz schnell sein, aber schön tief. Achtung, los geht's. Ganz runter. Ganz runter. Schöne tiefe Kniebeuge. Genau. Schönes Sumo-Kniebeuge. Ja? Ganz offen. Wir versuchen hier, dass wir nicht zu viel mit dem Oberkörper arbeiten, sondern mehr mit dem Becken arbeiten. Geh mit dem Popo runter. Popo runter. Genau. Popo runter. Super. Knie nach außen, Zehenspitzen nach außen. Ja, genau. Aufwärmen. Super. Auslockern, auslockern, auslockern. Gut. Ja. Geschlossene Beine. Komplett geschlossene Beine. Ja. Wir machen jetzt Good Mornings. Die hinteren Oberschenkel schön gedehnt werden. Ja. Hände zur Brust. Los geht's. Schöne Good Mornings. In die Dehnung gehen, der hintere Oberschenkel. Genau. Wer kann, berührt mit den Ellbogen den Boden. Wer kann, berührt mit den Ellbogen den Boden, oder? Genau. Super, sehr schön. Auslockern, auslockern, auslockern. Jetzt bitte mit geschlossenen Beinen Kniebeuge. Wir wollen jetzt nicht mit dem Oberkörper nach vorne gehen, sondern wir wollen gerade runtergehen. Ja? Also, so geschlossen wie möglich. Los geht's. Oberkörper bleibt aufrecht. Genau. So aufrecht wie möglich. Auslockern, auslockern, auslockern. Kosacke. Rechts, links schön runtergehen in den Kosacke. Genau. Ja. Fangen wir mit der ersten Runde an, noch nicht ganz runter. Ja, so halb, so Senioren-Kosaken, genau. Wir machen dann eh noch eine Runde und dann gehen wir ganz runter. Ja. Thank you.
Super, sehr schön. Auslockern. Jetzt machen wir noch einmal den Kosaken. Und jetzt versuchen wir uns ganz runterzusetzen. Wer kann, berühren mit dem Popo den Boden. Los geht's. Ganz runter, so tief du kannst. So tief du kannst. Das war eine gute Dehnung, sehr schön, locker, 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 locker. Okay, Kniebeuge bitte mit Doppelpump. Wir gehen runter, zweimal pumpen, wieder aufstehen. Doppelpump. Los geht's. Eins, zwei, wieder hoch. Eins, zwei, wieder hoch. Eins, zwei, wieder hoch. Genau. Doppelpump. Sehr gut. Auslockern, auslockern, auslockern. Ja. So. Kasachok darf nicht fehlen, oder? Ja. Unten in der Hocke. Rechte Ferse, linke Ferse, rechte Ferse, linke Ferse. Komm. Kasachok. Sehr schön. So, was haben wir noch? Irgendwas haben wir noch. Ah ja! Kniebeuge und dann berührt ein Knie den Boden. Einmal rechts, einmal links. Ja? Schau mal, wir gehen runter. Rechtes Knie, wieder hoch. Runter, linkes Knie, wieder hoch. Runter, rechtes Knie, wieder hoch. Runter, linkes Knie, wieder hoch. Damit das Hüftgelenk schön beweglich wird. Sehr schön. Pause, 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 Pause. Super. Jetzt, meine Lieben, die so wie ich die Pistol Squats noch nicht können, holen sich einen Sessel. Die sie können, machen es ohne Sessel. So, wir machen noch ein bisschen Pause. Setz dich hin gemütlich. Ein bisschen Massage. Oberschenkel entspannen. Genau. So, wir haben noch 15 Sekunden. Schauen wir es nur kurz an. Okay, einbeinige Kniebeuge. Los geht's. Ganz egal welches Bein. Hinsetzen. Aufstehen. Hinsetzen. Aufstehen. Hinsetzen. Aufstehen. Wer es natürlich ohne Sessel kann, noch besser. Super. Auslockern. Beinwechsel. Die werden heute ein bisschen brennen, die Oberschenkel. 5 Sekunden.
Los geht's. Hinsetzen. Aufstehen. Und Balance halten, Daniel. Hopp. Da sieht man, dass ich am linken Bein ein bisschen weniger Balance habe. Genau. Super. So, jetzt die Matte ganz nach hinten. Das ist eine bessere Balance. So, jetzt kreuzen wir das Bein vorne. Ja? Vorne das Bein kreuzen. Und dann hinsetzen, aufstehen. Los geht's. Hinsetzen. Aufstehen. Hinsetzen. Aufstehen. Hinsetzen. Aufstehen. Genau. Letzter. Ah, super. So. Schauen wir gleich, wie das mit den anderen Beinen ist. Ob das auch so gut geht. Los geht's. Sehr schön. So, jetzt bitte Zehenspitzen greifen, Bein strecken. Mit gestrecktem Bein so gestreckt wie möglich hinsetzen, aufstehen. Los geht's. Das brennt. Super ist das. Sehr schön. Wieder auslockern. Das Praktische ist, man kann sich gleich hinsetzen. So. Andere Seite nochmal. So, los geht's. Zehenspitzen greifen. Super, sehr schön. Das Sophie habe ich letzte Woche versprochen. Mit Kurzhandel. Ja. Mit Kurzhandel. Kettlebell oder Kurzhandel zur Brust halten. Und einige. Los geht's. Super! Das geht ja easy cheesy! Wechsel! Massage, 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 oder? So! So!
andere Bein. So, 10 Sekunden. Ganz egal welches Bein. Los geht's. Runter bis zum Boden. Wieder hoch. Runter mit den Knie. Wieder hoch. Gewicht ist am vorderen Bein. Das Gewicht ist am vorderen Bein. Wechsel das andere Bein. Los geht's. Einfach nur hängen lassen, das Gewicht.
erste Runde. Das ist eh schwer genug. Super. Letzte. Wechseln auf, ja? Außer ihr habt das mit zwei Gewichten. Los geht's. Das Gewicht zur Brust halten. Ja, wieder Ausfallschritt. Gewicht zur Brust halten. Zwei Kurzhandeln oder eine Schwere. Los geht's. Brennt schon ein bisschen. Kleines für euch, brennt noch gar nichts. Dein Wechsel. Hop.
letzte Übung. Das andere Bein. Ja, servus. Los geht's. Check it out. Check it out. Bis zum Schluss. 15 Sekunden. Sehr brav. Sehr cool. Super.